Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play auf diesem Kanal. Ja, es ist mal wieder soweit, ich schalte mich da mal zu. Hallöchen Freunde, wie geht's euch? Wie steht's? Wie ihr seht, es ist mal wieder dunkel. Das heißt, ich garantiere für keine Fehler. Ich habe mir mal überlegt, ich habe ein bisschen gekramt in meiner Schublade und habe dann dieses geile Game gefunden. Jawohl, Emergency 20 oder Emergency 20 Jahre Edition. Ja, so ein Scheiß. Da muss ich glatt erstmal was trinken, damit die Scheiße hier nicht runterfällt. Warte mal, ich muss mal die Kacke hier so jetzt. Ich habe aufgeräumt. Was ist das für ein Scheiß, denkt ihr euch jetzt? Was zockt der jetzt schon wieder für eine Kürre? Ja, aber die Kürre ist gar nicht mal so schlecht. Ich habe auch Updates gerade runtergeladen. Ich habe das Spiel übrigens noch original gehabt. Ich habe die CD, aber jetzt brauche ich die wieder hingeschmissen, die Hülle. Scheiße. Egal, ist auch nicht so wichtig. Das ist ganz normale... Ich habe sie nicht mehr. Schade. Eine ganz normale DVD-Hülle. Da war das Spiel drin. Und dann hat man das dann installiert über Steam und so, ne? Und dann lief das. Ja, ich habe ein paar Updates gezogen. Da kam noch irgendwie einmal ein, ich weiß gar nicht, ein 60, 70 MB Update. Aber egal, wir wollen nicht so lange schnacken. Ich habe schon mal das Tutorial nochmal gespielt, um mich wieder rein zu fuchsen in das Game. Und ich würde sagen, wir klicken einfach mal auf Spielen und machen hier mal Emergency 20 Jahre Straßenrennen. Ja, ich würde sagen, wir machen, gucken uns mal das Backstage-Video an, nicht von The Backstreet Boys, ne? Okay, dazu schalte ich meine hässliche Fratze mal aus, zack, und wir gucken uns das Video an. Ja, das ist Michael. Hä? Ich bin Ralf und zusammen. Was ist das für eine Kacke? Achso, ja, nee, hallo, guten Morgen an Katrin. Es ist mal wieder 1:12 Uhr, als wir diese Aufnahme gestartet haben. Okay, 1:10 Uhr. Dann klicke ich einfach mal auf Spiel starten, weil wen interessiert das scheiß Backstage-Video, Alter? Starte das Backstage-Video zu dieser Mission. Ah, pff, was ist, oh Gott, super GAU, oh Gott, ne. Wir starten das komische Straßenrennen 2005. Ah, das ist die Remastered-Fassung aus 2005. Jetzt habe ich das kapiert. Ja, Mann, das läuft doch. Okay, geht das schief? Geht das schief? Oh, das sieht sehr gut aus mit der Kamera. Das freut mich. Ein illegaler Straßenrennen ist geplant. Stoppe die Aktion und den Rennfahrer. Ja, das ist doch gar kein Problem. Ich stehe bei den Bullen. Die Polizei da mal hin. Wo kann ich den jetzt hinsetzen? Kein Problem. Los, volles Brett, Junge. Schussfreigabe. Schussfreigabe. Kommen. Mit Polizei begleitet illegale Straßenrennen. Das geht auch nicht mehr schief. Ich schalte mich mal kurz weg. Hätte ich auch nicht machen müssen. So, jetzt haben wir den Salat hier. Jetzt brennt's, Junge. Jetzt brennt es, weißt du? Jetzt brennt. Bist du behindert oder was? Kannst du nicht out? Okay, ich muss erstmal was machen. Scheiße. Was zuerst? So, zuerst würde ich mal sagen, den Rüstwagen, den holen wir später. Wir holen uns erstmal hier hinter Feuerwehr. So, dann brauchen wir hier den Rüstwagen. Der muss hier ein bisschen was agieren. Dann brauchen wir den Einsatz. Wir brauchen erstmal zweimal Krankenwagen. Sofort. So, dann brauchen wir einen Notarzt. Wo kriege ich denn den Notarzt? Wir haben keinen Notarzt. Okay, Notarzt ist aus. Kein Problem, das macht überhaupt nichts. Ich brauche keinen Notarzt. So. Ja. Krankenwagen, ihr müsst jetzt mal aussteigen. Ihr seid ein bisschen nervös jetzt hier. Oh Gott, das ist ja... Wie parkt ihr eigentlich alle hier? So. Ihr macht einen Außenangriff. Verstanden. Von da, so. Du. Was gibt's? Ihr steigt erstmal aus. Wird gemacht. Den Idioten retten wir später. Erwarte Befehle. Ihr steigt auch Verstanden. Aus. Ja, ist und in ihr Arbeit. Auch. Ah, das ist der Notarzt, ist ja schon bei. Okay, du machst da. Okay. Und du machst den da. Bin dabei. Und ihr Vögel, ja. Du nimmst die Rettungsschere, bin bereit. Du nimmst den Schlauch, okay. Und dann musst du hier mal löschen. Okay, und ich glaube, ich brauche noch ein Feuerwehr. Hallo? Ach, der Notarzt ist doch am Arsch. Der kann das ab, der ist feuerfest. Das Sanitäterteam befindet sich in Gefahr. Alles klar. Ja, Mann, immer mit der Ruhe. Suchen die sich noch Hydranten hier, oder was? Unser Notarzt wurde verletzt. Sie haben zu viele Einsatzkräfte verloren.
Das ist nicht euer Ernst, oder? Erfolgreich beenden. Achten Sie auf den Zustand. Wollt ihr mich verarschen? Vor allem beim Einsatz in der Nähe von Bränden ist äußerste Vorsicht. Leck mir an den Tisch, Junge. Das hat da oben gebrannt, nicht da unten. Von der Gefahrenquelle zurückziehen. Die ersten 5 Minuten des Spiels sind Bombe. Mega Bombe. Und jetzt geht's so. Reingeguckt. So. Egal. Dann holen wir jetzt nochmal die Polente. Am Endeffekt ist die Polente ja an allem schuld, weil ich schick die ja jetzt raus, ne, mit Alarm, tatütata und so, ne, und die fahren jetzt einfach los. Pass auf, jetzt geht's los hier. Und der Idiot da, pass auf, ich wette mit dir, der im Gelben, der macht gleich einen dicken Unfall und brennt das Haus. Habe ich sie echt recht? Geil. Oh Gott. Also müssen wir erstmal die Patientin dann verbrennen lassen. Okay. Oh, ich bin ein bisschen. Warte, jetzt. So, jetzt holen wir erstmal hier den Rüstwagen. Brauche ich einen Rüstwagen? Ja, komm, scheiß drauf. Wir stellen jetzt erstmal hier den Rüstwagen hin. So, jetzt holen wir ein Tanklöschfahrzeug. Dann positionieren wir eins hier. Ist in Arbeit. Das nächste Tanklöschfahrzeug positionieren wir hier. Wird gemacht. So. Dann brauche ich 2x einen Krankenwagen. Und die positioniere ich auch hier. Jawohl. Aber ist die Maus ein bisschen schnell hier? Warum jetzt? Wie viel kommen die jetzt noch? Achso. Ja. Okay. Ihr Vögel, aussteigen. Sofort. Aussteigen, aussteigen, aussteigen. So, Brandbekämpfung. Ja. Löschen. Jawohl. Da. Sofort. So, löschen. Ihr macht das automatisch. Sehr schön. Jo, die Brandbekämpfung ist am Start. Verletzten werden gleich geborgen. Sofort. Ihr macht hier irgendwie mal, ihr löscht hier Verstand. Unten. Wie haben wir hier noch? Da ist noch einer. Was geht's? Du löscht auch hier irgendwo mal das Gebäude. Sofort. Würde ich mal sagen. Du Hörer. Vogel löscht auch. Verstand. Und zwar hier. In Ordnung. Okay, die machen es eigentlich schon voll von alleine. Bin bereit. Du holst dir mal eine Rettungsschere, Minion. Du knusperst den Kasper mal hier aus dem Auto. Jawohl. Der da zu dusselig war. Erwarte Befehle. So, du hast da auch schon eine Aufgabe. Du kriegst Jawohl. Das Ding. Und dann bekämpfst du mal Verstand. Hier oben, mein Freund. So. Ihr scheiß Idiotenpassanten, haut ab. So, die Rettungswagen, die müssen wir Erwarte mal anders Befehle. Positionieren. Und zwar will ich einen hier haben. Erwarte und den Befehle. Anderen will ich hier haben. So. Sehr schön. Das funktioniert. Warum löschen die jetzt da den Busch? Ah, das Feuer ist fast aus. Oh. Oh, das Jens hier. Na egal. So, du musst ja. jetzt einmal hier rumfahren. Alles klar. Weil das brennt hier hinten. Kalle. So, guck mal, Idioten hast du auch Bin hier bereit. Rettet. Das ist schon mal super. So, jetzt müssen wir gucken. Hier brennt das Gebäude, mein Freund. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, aber ich krieg das schon irgendwie hin. So, jetzt kann hier der Notarzt einsteigen und kann bin dem dabei. Deppen da mal hinten helfen. Der wird zuletzt behandelt, das ist mal ganz klar. Ja. So, du gehst dahin. Wird gemacht. Ja, wird und gemacht. Du gehst dahin. So, Minion, komm her. Höre. Onkel Doktor. So, in wie hast du denn? Julian Stock. Bin und das? Volker Neumann, Sittes Zwilling. Behalten Sie flüchtige Gangster stets im Auge. Versuchen Sie, ihnen den Weg abzuschneiden und nehmen Sie sie so schnell wie möglich fest, was damit sie Was ist nicht denn entkommen. Das für eine Kacke? Das gibt's doch nicht! Was für ein Idiotengangster! Was soll ich denn hier machen? Wollt ihr mich verarschen? Ist die Polizei nicht in der Lage? Pass auf, ich schicke gleich mal 2 Einsatzfahrzeuge hin. So, jetzt kommen die zu zweit. So, vielleicht verfolgt ja einer von beiden den. Ich wette, der blaue gewinnt. Also, guck mal. Die Nummernschilder habe ich auch schon von den anderen. So, guck mal, der Trollo macht jetzt da kaputt. Der ist, müsste eigentlich tot sein jetzt, aber der ist mal dahingestellt jetzt. So, so das Straßenrennen ist unfair. Illegal Straßenrennen ist geplant, stoppen Sie die Aktion. So, pass mal auf, da ist die Polizei. Jetzt muss ich den Idioten hier, Alter, jetzt muss ich mich erstmal um die ganze Kacke hier kümmern. Jetzt habe ich hier kein Polizeiauto. Toll, leck mich an den Tisch. Und ihr steht hier dumm rum. Alter, das gibt's doch nicht. Wo ist der Vogel? Hier, komm hierher. Zu Befehl. Mach den kalt, fass den. Und gleich verkacken wir das wieder, weil
Los, hier, komm, komm, raus aus der Karre, raus aus der Karre. Raus, 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 schneller, 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 schneller. Los, hinter. Ja? Hinterher, hinterher. Komm, schießen. Schieß auf ihn, schieß, schieß. Nee, ihr kriegt das schon hin. Schießen jetzt auf den? Lass es mal brennen, da ist egal. Lass nicht, was da weht. So. Jetzt schieß doch! Sag mal, was macht ihr denn da, ihr Nachtwächter? Erwarte Befehle. Nur schieß! So. So, der kann jetzt erstmal da bluten. So, jetzt muss ich hier erstmal gucken. Was ist denn jetzt mit dem Auto da? Nein, mach keinen Scheiß. Jetzt hab... Alter, wollt ihr mich verarschen? Ihr wollt mich doch verarschen, wollt ihr mich? Komm, ich will hier einen Rüstwagen haben. So, jetzt will ich hier ein Tanklöschfahrzeug. Das will ich hier hin haben. Das nächste Tanklöschfahrzeug will ich auf die andere Seite haben, weil da die ganze Gebäude ja brennt wegen dem Deppen. So. Jawohl. So, Feuerwehr ist Gott sei Dank schnell da. Das passt schon mal. So, dann brauche ich hier nochmal zwei Krankenwagen. Die stehe ich erstmal hier zu hin. Befehl. So. Du machst mal Löschi-Löschi da irgendwie. Sehr schön. Dann lässt du die Hansels mal aussteigen. Bin hier, komm, du fährst mal dahin. In Ordnung. Und du fährst mal ein Stück zurück. Hallo. Bin bereit. Ja. So, komm hier, Rettungsschere. Bin Heinchen, bereit. Rettungsschere. Okay. Du nimmst dir mal einen Schlauch. Verstanden. Und löscht. Ja. Du schneidest den Deppen sofort raus. Ihr steigt hier mal schnell dabei aus, meine Herrschaften. Du brauchst was mal gibt's? Hier einen Feuerlöscher. Wird gemacht. Und löscht da kein mal Problem die Butze. Ja. So, du machst das da. Alles klar. Und löscht da. Jawohl. So, Kevin. Ja? Nee, Maximilian. So. Da. Kein Problem. Und du löscht auch mal hier irgendwie. Zu Befehl. So, Kevin, Junge. Wo ist Kevin? Bin bereit, kein Problem. Ihr artet langsam aus, hier brennt schon. Guck mal, Kevin, du musst mal ganz schnell mit dem wird Feuerlöscher gemacht da mal in hingehen. Ordnung. Kriegst du das erwarte hin? Befehle. Jawohl. Achtung. Lösch ein mal die Karre da. Wo rennt ihr denn alle hin? Ehe sie sterben. Wo rennen die denn alle hin? Alter. Da brennt die Hecke. So, raus verstand mit dir, raus bin mit dabei dir. Bin bereit. Du versorgst da, verstand, los, Attacke. Onkel Doktor, du da. Wird erledigt. Bin bereit. Kümmer den Notarzt, mein Freund. Warum machst du denn den Schlauch jetzt wieder ab? Hallo, der Notarzt muss gekühlt werden. Wo machst du denn jetzt hin? Mein Junge, mach keinen Blödsinn. Oh, fuck. Die halbe Bude brennt da ab. Alter, Leute, mach keinen Scheiß. Erwarte Befehle. Doc, du musst dich kurz zurückziehen. Tut mir leid. Geh mal hier hin. Zu Befehl. Alter, Scheiß, die Wand. Ah, nee, ist alles okay. Ist in Arbeit. Ist alles okay. Nee, das war nur Fail. Aber hier brennt trotzdem noch die Hecke. Habe ich hier noch einen Feuerwehrmann stehen? Ja. Los, voll Angriff, sofort. Junge. Du musst hier die Hecke löschen. Kein Problem. Behandeln Sie verletzte Personen immer so schnell wie möglich. Die Opfer werden mit der Zeit immer schwächer. Sag mal, wollt ihr mich verarschen oder was? Gleichzeitig versorgt. So, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf die Kacke. Pass mal auf. So, entspannt. Spiel starten. Alter Schwede. Sofort. Vielleicht fahren die nicht los, wenn ich die von vorne schicke. Oh, der wollte gerade zur Seite fahren. Habt ihr das gesehen? Was ist das denn für ein Schild? Ein Peace-Zeichen oder was?
So, jetzt brauche ich hier erstmal den Rüstwagen, brauche ich hier. Und wird gemacht. Hier hin. Tanklöschfahrzeug hier. Sofort. Und ein Tanklöschfahrzeug auf der Rückseite. Zu Befehl. So, das kriegen wir jetzt hin. Ich glaube an mich. Ein Krankenwagen hier hin. Alles klar. Und ein Krankenwagen hier hin. So, Polizeiauto. Brauchen wir. Um dem Idioten hier einzufangen. Kein Problem. Der Gott sei Dank an der Einsatzstelle lang rennt. Polizeiauto? Wo ist das Polizeiauto? Verstanden. Erwarte Befehle. So Klaus und Klaus, Alter. Was geht's? Bin dabei. Okay. Ihr fangt ihn jetzt ein. So, der Rüstwagen macht sich jetzt mal bereit hier. Der ist schon am Löschen, das ist super. Bin bereit. Du nimmst Schlauch, fängst an zu löschen. Zu Befehl. Höre. Du nimmst die Rettungsschere, schneidest Deppi da raus. Ist in Arbeit. So, ihr steigt auch mal raus. Wir müssen jetzt die akkurate Brandbekämpfung machen. Wird erledigt. Ist in Arbeit. Höre. Sofort. Rennt die Hecke. Ja, du musst die Hecke löschen. In Ordnung. Warum renne ich jetzt zum Rüstwagen? Ich finde das voll witzig. Was macht das Ding auf der anderen Seite? Das löscht. Das ist super. Ja, aussteigen, jawohl. Jungs. Bin bereit. Ist in Arbeit. Verstanden. Was geht's? Guck mal, fangen wir mit dem Feuerlöscher machen. Zu Befehl. Ey, haben die in dem... Was ist das für eine Feuerwehr, Alter? Bin bereit. So, aussteigen. Wo ist der andere Krankenwagen? Wo ist die Polizei? Wo ist denn der andere Krankenwagen? Bin bereit. Zu Befehl. Hab ich noch eingeordert? Jo, fuck. Sofort. Hat die Polizei den Flüchtigen schon gefasst? Bin bereit. So, ab von den Deppen. So, da muss der Onkel Doktor jetzt raus. So, jetzt haben wir das hier, glaube ich. Muss das nur auf entspannt stellen, da ist es auch entspannt. Okay. So, hat der Idiot noch schon gerettet? Ja. Was gibt's? So, du musst mit löschen. Das ist wichtig. Bin dabei. Sonst greifen die Flammen hier auch noch um. Dann kann ich schon meinen Abschleppwagen ranholen. Sofort. So. Achtung, bin bereit. Unser Notarzt befindet sich dabei. In Gefahr. Naja, der Notarzt befindet sich gerade nicht in Gefahr. So, ihr geht jetzt mal in den Krankenwagen da. Sofort. Aber das ist nicht unser Krankenwagen. Egal. Komm, du schleppst die Scheiße da ab. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Der Rettungstransportwagen? Der Streifenwagen bringt den Gefangenen zu den Arrestzellen in der Basis. Was geht's? Wird gemacht. Was geht's? Sofort. Der Rettungstransportwagen. So, wie sieht's aus hier mit dem Brand? Sehr schön. Brennt die Hecke? Nein, alles gut. So, der ist auch aufgeladen. Alter, jetzt steht er da hinten dusselig rum, oder was? Der hat mir ein Polizeiauto abgestellt. Wo ist denn der Kranken... Wo ist denn der Polizeiautowagen hin? Hat er den Kollegen allein gelassen? Na egal. Dann... Hast du Pech gehabt. So, jetzt brauche ich nochmal einen Krankenwagen. Jawohl. Und der muss auch abgeschleppt werden. Zu Befehl. Junge, spannend ist das hier. Spannend. Ist ja wie du 911 Operator. Ja, okay.
Der ist noch nur, dass wir raus. Nein. Ist in Arbeit. So. Erwarte Befehle. Der Doktor steigt da mal ein. Erwarte Befehle. Du schleppst die Butze da ab. Erwarte Befehle. Aussteigen, Jungs. Einsammeln. Jawohl, bin bereit. Einsteigen. Verstanden. Bin bereit. Euer Krankenwagen. Du bleibst da stehen. Der Benjamin. So, wir da rein. Sofort. Und dann Abflug. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Muss ich jetzt noch ein Fahrzeug abschleppen? Hervorragend. Come on! Sie haben beim Einsatz einen kühlen Kopf bewahrt und die Situation unter Kontrolle gebracht. Wir haben die Bronzemedaille gepackt. So, persönliche Bestleistung. Oh Gott. Erfolgreich abgeschlossene Aufgaben. Effizienz. Weiter. Wir veröffentlichen nichts. Gut. Also, ist gar nicht so einfach, wie das aussieht. Huh, was ist denn der Super-GAU? Meteoriteneinschlag, Orkanfront, Feuerwerksfabrik, Zugunglück, Supertanker, Lawinenglück, Alter, Massenkarambolage. Na, lass mal den Brennstift davor. Na gut. Der ist von 98. Ich glaube, ich muss Emergency, was habe ich denn? Emergency, ich glaube 5 oder so, habe ich glaube ich auch noch. So, wo brennt's denn? Ja, hier brennt es definitiv. Drehleiterfahrzeug. Muss ich Personenrettung machen? Ja, scheiße. Oh Gott. Schnell! Okay. Dann brauche ich mal das Tanklöschfahrzeug. Eins stelle ich hier hin. Alles klar. Und eins positioniere ich hier. Sofort. Dann brauche ich auf jeden Fall ein... RTW? Jawohl. Komm, da oben, da muss ich gerettet werden. Du löscht hier. Alles klar. Du greifst von der Seite an. Du wartest da, das ist schon mal sehr gut. So, Jungs, aussteigen. In Ordnung. Also, ich brauche noch einen Rüstwagen. Ist in Arbeit. So, Patient ist gerettet. Den geht's anscheinend gut. Noch irgendwelche Personen hier irgendwie. Nee. Lösch mal den Baum da, das ist glaube ich besser. So, Jungs. Ja, toll, jetzt sind die noch weiter weg. Oh. Erwarte Befehle. Bitte. Ja. Überleg doch mal ein bisschen. Wird gemacht. Bin dabei. Höre. Kein Problem. Ist in Arbeit. Bin bereit. Bin dabei. Höre. Jawohl. Verstanden. Achtung, der Brandstifter liegt immer mehr Brände an Gebäuden im Einsatzgebiet. Wir müssen ihn so schnell wie möglich festnehmen. Jawohl. Wo ist denn dieser scheiß Brandstifter? Da ist der Vogel. Die machen jetzt kalt, Alter. Erschießen. Verstanden. Das war doch der Typ hier. Ich hab dich genau gesehen, Junge. Den kleinen unschuldigen grünen Auto da, Junge. Die Polizei, warte, was die gleich mit dir macht. Da ist noch ein Brand. Wie viel Brand? Ja, du brauchst gar nicht. Du brauchst gar nicht abhauen. Sie werden erstmal vorläufig festgenommen hier. Oh, das ist nicht der Brandstifter. Aussteigen. Junge, geh einfach mal durchs Auto. Erwarte Befehle. Zu Befehl. Was geht's? Ist in Arbeit. Höre. Ist in Arbeit. Was gibt's? Kein Problem. Was geht's? Alles klar. Bin bereit. In Ordnung.
Bin bereit. Ist da wieder eine Personenrettung nötig? Nein, ist er gerade ins Haus gefahren? Wo ist dieser scheiß Brandstifter-Typ? Was gibt's? Komm, Rüstwagen, du musst auch mal hierher. Was geht's? Wird erledigt. Bin bereit. Alles klar. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Ja? Alles klar. Höre, sofort. Wird erledigt. Wie rennt der da jetzt rein? Krass. Ja, verstanden. Da ist noch wer drin. Okay, ich hole nochmal einen Krankenwagen. Ist in Arbeit. Höre. Achtung, der Brandstifter ist immer noch frei und legt weiterhin Brände im Einsatzgebiet. Wir sollten ihn unbedingt so schnell wie möglich aufhalten. Höre. Wird erledigt. Das wird er sein. Das wird er sein, der Typ. 100 Pro. 100 Pro. Jetzt brauche ich mal schnell die Polizei. Nee, kein Abschleppwagen. Verstanden. Das muss der sein. Ja, das ist er. Achtung, wir müssen verletzte Personen im Einsatzgebiet schnellstmöglich versorgen, ehe sie sterben. Was gibt's? Ja? Erwarte Befehle. Höre. Bin dabei. Ja? Zu Befehl. Muss festnehmen. Erwarte Befehle. Kein Problem. Los, hau den Pfefferspray ins Gesicht. Bin bereit. So, nächsten Brand. Scheiße, hier brennt alles, hier brennt alles. In Ordnung. Was gibt's? Wabler Nachrichten, der Brandstifter wurde festgenommen, ja. Ein Pongo. Zu Befehl. Wir müssen hier erstmal die Garagen schützen, Alter. Was gibt's? Bin bereit. Höre. Wir sollten nicht meine ganzen Feuerwehrleute. Wo ist eigentlich die Trage? Bin bereit. Bin dabei. Erwarte Befehle. In Ordnung. Da, bin du machst jetzt mal eine Personenrettung. Da ist bestimmt noch eine Person drin. Ja, du rein Kein da mit Problem. Dir ins Haus. Der Streifenwagen bringt den Gefangenen zu den Arrestzellen in der Basis. Das ist mir egal, wo der den hinbringt. Der kann den auch in den Wald fahren und verschiffen. So, Jungs, Abfahrt. Wo sind meine ganzen Feuerwehrleute? Jetzt muss ich erstmal kurz gucken hier. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Was geht's? In Ordnung. Lösch mal das da. Sag bloß, hier brennt noch irgendwas. Ja? Fahr mal hier hin. Alles klar. Hab ich keine Feuerwehrleute? Ach, da. Da stehen sie Bin rum. Bin bereit. Wird erledigt. Und noch ein Krankenwagen. Wird erledigt. Mann. Bin bereit. Gut gemacht. Bin bereit. Alles klar. Wird erledigt. Was geht's? Wird erledigt. Wird erledigt. Wo ist denn der Krankenwagen? Wo bleibt der denn? Da ist er. Höre. Kein Problem. Was gibt's? Wird gemacht.
Erwarte Befehle. So. So läuft das. Das sieht doch ganz gut aus. Pass auf, das Fahrzeug fährt jetzt nochmal schnell hier rum. Und löscht dann mal ganz schnell das Auto. Verstanden. Oh, Kollege, ja? Schnell. Ist in Arbeit. Du musst da löschen, den Müll. Der brennt. So, das sieht ganz gut aus. So, ein Abschleppwagen. Wird erledigt. Huh. Höre. Sofort. Ich finde das voll witzig, dass der Abschleppwagen hier mit Blaulicht fährt, ey. Da hätte man auch nur ein paar... Kein Problem. Weiß ich nicht, ein paar grüne... Die Stelle ist für uns nicht erreichbar. Wir sollten einen anderen Bereich auswählen, um uns zu platzieren, ja? Höre. Zu Befehl. Was geht's? Sofort. So, Lille, da hätten wir das auch. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation. Ja, also der Erdbeer fährt weg, das ist super. Oh, er hat den Notarzt vergessen. Hoppala, scheiße. Ja, das ist super. So. Sehr schön. Der fährt das Ding Blaulicht auch weg. Ich habe das doch eingestellt, dass er das nicht machen soll. So, Fahrzeug, Wracks abgeschleppt. Haben wir auch. Was steht hier hinten noch rum? Polizist, glaube ich, ne? Genau. Hat seinen Partner verloren. Da steht der Streifen morgen. Aber das ist völlig egal. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, doch. Hervorragend. Na, danke. Sie haben beim Einsatz einen kühlen Kopf bewahrt und die Situation unter Kontrolle gebracht. Silbermedaille. Ja, also. Ich wusste gar nicht, dass das so blöd ist. Also, ich finde das jetzt nicht cool. Das ist quasi aus allen Emergency-Spielen zusammen ein... die besten Sachen halt raus. Okay. Juti. Ich würde aber sagen, für die erste Folge hören wir jetzt erstmal auf. Es war grazios, es war fail pur. Und ja, wenn ihr sehen wollt, wie es mit der Massenkarambolage weitergeht, ob ich das auf der Rille kriege, dann einschalten in die nächste Folge. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao, Freunde.